Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Ark Survival Evolved, hier beim Einzelkämpfer in der Urzeit oder Neuzeit. Wir wissen es ja immer noch nicht. Mein Rechner, dem ist anscheinend zu heiß, beziehungsweise meine Grafikkarte, ich weiß es nicht, oder Ark selbst. Gerade schön nach einer Viertelstunde Aufnahme, bam, Error, Fatal Error. Ich habe hier ein bisschen weiterbaut und bin gerade bei schlechten Statikproblemen. Irgendwas mag da nicht. Und ja, wie man hier sieht, ich habe hier bloß noch ein paar Pillars oben drauf gesetzt. Wollte hier schöne Leiter bis nach oben auf das Plateau. Problem: Ich kann hier oben keine Leiter setzen. Hier steht jetzt is obstructed, das heißt, es ist blockiert. Ich weiß nicht warum. Jetzt geht's, okay. Danke. Weiß ich jetzt nicht, warum das jetzt funktioniert, aber es ist schön. Ah ja. Okay, da oben brauche ich gar keine Leiter mehr. Wir reißen hier diese schöne Wand weg. Bams. Denn ich habe hier einen schöne Plattform drauf gebaut und es kommt schon wieder ein Item Drop rein. Geiler Scheiß, wir haben hier echt ein verdammtes Glück. Hihihi, ohne Witz. Oh, hier hat man mal ein bisschen Ausblick. Wenn wir nachher mal ein Foto machen, wenn das Ding da runterkommt. Ich würde hier später auch gern da drüben noch so eine Straße rüber bauen und irgendwann die nächsten Folgen in eine Höhle gehen oder mal eine Höhle suchen. Denn wir können hier. Exklusiv, Alter, was ist mit dir passiert? Der sieht gerade irgendwie so schmal aus. Komisch. Komisch. Wow. Okay, wir haben gerade leichte Anzeigefehler. Wenn man hier reinschaut, wir könnten hier nämlich tolle Chitin-Sachen machen. Dazu brauchen wir aber Chitin. Und das haben nun mal so Insektoidentiere, also hier so Skorpione und Spinnen und allerlei fröhliches Gesockse mit so hässlichen Spinnenbeinen dran. Und da das ziemlich anstrengend ist, die hier in der freien Wildbahn zu suchen, werden wir das Ganze dann dementsprechend in der Höhle machen. Bin gerade am Überlegen, nee, wir bauen hier noch keine Plattform, hier bauen wir mal so einen Zwischenraum. So, haben wir kein Material mehr. Haben wir noch eine Wall? Haben wir noch eine Wall? Aber das sieht doch schon langsam mal nach was aus. Oh, der Airdrop ist da. Machen wir jetzt doch kein Foto. So spektakulär ist das ja doch nicht mehr. Eben, schauen wir mal, was drin ist. Materialien. Na klar, nehmen wir gerne an. Brauchen wir nicht sammeln. Okay, dann kann ich das herin auch verkleiden und dann eigentlich die Pillars wieder rausreißen. Von innen dann Raum nach oben, da können wir noch ein bisschen Lagerraum machen oder ich weiß es noch nicht. Genau, Wände. Haben wir noch Wände im Angebot? Habe ich noch. Sehr geil. Immer aber überladend. Was machen wir noch? Was brauche ich noch? Das macht mir gerade Sorgen. Ich hoffe, dass jetzt dann nicht wieder meine Aufnahme oder das Spiel abkackt. Ihr kriegt es ja nicht mit, bloß ich fluche dann hier und schreie im Zimmer rum, weil es ist schweineheiß. Also langsam zieht die Hitze hier auch in das Haus rein. Über Nacht wird immer alles gelüftet, dann ist es schön kühl herin und hält sich eigentlich den ganzen Tag, aber es ist verdammt heiß und dementsprechend zieht es halt jetzt doch langsam rein und es ist halt warm. Okay, wir schmeißen die Steine, schmeißen wir damit dazu. Bams. Wood, Wood, Wood. Ja, okay, haben wir schon wieder. Ah, okay. Wir haben alles weggecraftet, passt. Dann können wir hier wieder ein bisschen bauen. Weiß jetzt nur noch nicht, ob ich jetzt das hier oben einfach offen lasse und sage, okay, das ist dann halt hier so ein. Ach komm. Ja, dann. Machen wir das mal.
Wobei, das ist gar nicht mal so blöd. Denn jetzt können wir hier so ein Wood-Ding einpacken und dann kann man hier schön hochklettern und da reingehen. Und dann vielleicht das nächste hier so über eine Schräge nach oben. Hey, das ist eine gute Idee. Kann man jetzt. Das ist zum Beispiel auch schade. Wieso kann man jetzt hier nicht einfach so ein Holzding drüber setzen? Das hält doch. Na, das ist jetzt eher hässlich. Finde ich auch doof. Naja. Was soll's. Das heißt auf jeden Fall, wir brauchen wesentlich mehr Walls noch und that means Fiber sammeln oder einpacken, unseren Track einpacken, wieder ein bisschen farmen. Dürfte heute jetzt quasi mal ein bisschen zugucken. So, mal kurzen Überblick verschaffen. Okay, den Woodframe nehmen wir noch mit, die Tür nehmen wir noch mit. Ceiling schmeißen wir mal raus, die Flints, das Ganze. Das ist hier mehr oder weniger so ein Außenlager gerade. Thatch nehmen wir mit, das brauchen wir. Dann baue ich nur noch schnell den Türrahmen oben ein. So. Ziehen wir das mal hier rein. So. Könnte ich eigentlich auch zwei Türrahmen übereinander? Habe ich noch Stuff dafür? Ja, ich habe natürlich gar nichts. Schade. Dann bräuchte ich gar keine Tür rein. Könnte ich hier einfach zwei offen lassen und ich glaube, das mache ich auch. Es sieht ein bisschen cooler aus, wenn das mal offen ist und nicht immer alles bloß zu und dann Tür rein und boah. Ist ja dann doch immer relativ das gleiche. So, okay, wir haben eine Hatchet, wir haben Fibers, haben wir wenig. Gehe ich mal kurz rein, hol noch mal schnell was. Jetzt steht der schon wieder hier. So, Fibers hatte unser Speedy dabei. Langsam kenne ich mich nicht mehr aus, das ist gigantisch. Genau, das war's alles, was ich brauche. Schade, dass die so wenig Ausdauer haben. Schade, dass die Raptoren so wenig tragen können. Hier wird der nackte Krieger mit dem Eisenspeer. Aber die Pike, die geht schon wirklich gut ab. Da verstehe ich jetzt oft, warum viele Leute natürlich auf einem Server mit vielen Leuten, also mit vielen anderen Leuten spielen und dann hier mit den Tribes, da kann man so richtige Festungen dann aufbauen, weil wenn da natürlich 10 Leute hier am Wood farmen sind und dann später dementsprechend auch noch mit Mammut, dann geht's da mal ordentlich zur Sache. Da muss dann nicht immer einer hier rumlaufen und alles farmen. So, dann bauen wir doch gleich mal hier so einen Woodframe, Wood Dings. Wir brauchen dementsprechend dann noch mehr. Wo ist es? Hier, Wall heißt einfach Holz. Holz, 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 Holz. Ich könnte mal schauen, aber das Problem ist halt, der Spiky, der sammelt so relativ wenig Wood aus dem Ding heraus. Aber hier eigentlich bloß Thatch, ein Wood. Das ist absolut grottenschlecht. Das Verhältnis. Aber es dauert, glaube ich, noch bis Level 55, wenn ich mich recht erinnere. Doch, 55 ist, glaube ich, bis man Mammut reiten kann. Ja, bis dahin wären wir leider
Leider Gottes werde ich da mal ein paar Überstunden nochmal einlegen müssen und ganz krass leveln gehen. Worauf ich mich jetzt. Naja, es ist halt sehr langwierig. Was, das war hier der Riesenbaum? Naja. Durst. Aber das Ding, wie gesagt, das ist schon relativ groß, wird's dann. So, nehmen wir noch hier ein bisschen Wood mit und dann gehen wir noch ein bisschen weiter hoch und hacken da noch ein bisschen Wood und wir sehen uns auch schon wieder, die Erfahrungsleiste füllt sich. Das ist gut dann, wie gesagt, Level 35 werden wir uns dann dran machen, einen Sattel herzustellen, natürlich für unseren Flugdino. Ist, glaube ich, das Allerwichtigste und dann eben mal gucken, wo hier schöne Höhlen sind. Das war jetzt eigentlich gerade nicht ganz so geplant mit dem Farmen in Ingame, aber wir sind ja relativ flott unterwegs. Oh, ich brauche mehr Walls, genau. Hat auch noch Hunger. Ey, also der ist ja überhaupt nicht belastbar. Naja, bin ich mal gespannt, wann die Anzeige wieder funktioniert. So, sehr nice. Ich hoffe, ich habe noch genügend bestes Keratin. Keratin, glaube ich, war's. Auf Lager, das braucht man dann nämlich für den Flugdino-Sattel. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn wir das noch auf Lager hätten, dann bräuchte ich es bloß noch craften und dann könnten wir auch schon losstarten, mal hier einen kleinen Erkundungsflug. Wobei, es ist natürlich wieder nicht alles Gold, was glänzt. Dino kann zwar super fliegen und so, aber halt nicht so weit. Und er kann auch fast oder mäßig nur was tragen. Somit sind wir da schon wieder leicht angebunden, dass wir alle paar Meter ungefähr landen müssen und uns dann natürlich hier wieder die Bodenjäger erwarten. Da muss man halt immer genau gucken, wo fliege ich jetzt hin, was nehme ich mit. Dann muss man dementsprechend auch hier den Flugdeno ja parken, während mir irgendwelche tolle Sachen macht. Ah, die Palme hat sich gerade weggebogen. Die will nicht sterben, die will keine Wand werden. Oh, wir haben schön wieder Nacht. Da ist es ein bisschen kühler. Sagt der Thermometer hier eigentlich 12 Grad. Kalt ist es nicht? Okay, wir sind nackt, stimmt. Okay, es ist kalt. Könnten wir auch gern. Ich hoffe, dass der jetzt nicht abstürzt. Der war vorhin. Das wäre wieder die gleiche Zeit fast. 15 Minuten Aufnahme. Genau, wenn ihr auch Ark spielt, was sind eure Tipps zum Leveln? Das ist eigentlich das, was am meisten Zeit verbraucht. Leveln und Taming. Weil beim Taming, da kann man es relativ einfach machen, wenn man genügend Fleisch oder Beeren hat dementsprechend. Ja, das schaut man sich nebenher, keine Ahnung, was im Fernseher an oder so. Da braucht man nicht direkt anwesend oder ja, nicht direkt die ganze Zeit was aktiv tun, stundenlang. Ich finde da jetzt das Leveln an und für sich ist das, was eigentlich zeitfressender ist. Und da wäre es mal cool, wenn es sagt so, hey, meine Erfahrung ist, dass zum Beispiel hier Holzhacken ist extrem cool für Leveln.
geht schnell und... Oder andere sagen, ja, ich laufe hier mit der Pike um die Ecke und töte alles, was mir entgegenkommt. Das wäre auch was. Oder vielleicht andere sagen, ja, man soll möglichst viel craften und dann ist die ganze Mischung aus dem das Beste. Ihr Holz hacken, dann umcraften und das bauen. Okay, wir müssen nach unten. Habe ich mich doch verfranst, weil ich wollte jetzt überall sind Loot-Container. Eieiei. Ist schon schlimm, wenn man so eine Auswahl hat und dann nicht weiß, wo man hin soll. Ah, hier nehmen wir noch ein bisschen Wood gleich mit. Spikey, komm. Ich finde dann richtig interessant wird es dann halt, wenn man die Dinos hat für die jeweiligen Einsatzzwecke. Also hier Ankylosaurus für Eisenabbau oder Mammut für Holzfarming. Oder dann auf einem Carno oder Spinosaurus zum Fleischfarmen paddeln kann. Oder dann hier für einen Höhleneinsatz oder... Okay, der dauert noch. Dann hacken wir noch ein bisschen Holz. Wir haben jetzt schöne Beleuchtung hier. Das lasse ich auch mal. Vielleicht stelle ich erst Gamma dann hoch, wenn hier alles dunkel ist. Weil so sieht man jetzt mal, wie das halt auch dann in-game eigentlich bei mir mal aussieht. Oder wie es aussehen sollte. Ich finde, das sieht eigentlich cool aus mit der Beleuchtung hier. Ist richtig schön gemacht, wenn jetzt natürlich hier noch... Schatten wären. Dann wäre es der absolute Brüller, aber... So, was haben wir? Nee, ganz ehrlich, nee. Nee, das kannst behalten. Das mag ich nicht. Das trage ich jetzt nicht rum, das Steinzeug. Wenn man das scrappen könnte, so wie in 7 Days oder so, dass man sagt, okay, ich mache jetzt Steine draus, würde ich sogar mitnehmen, weil ich vielleicht hier noch eine Stonewall bauen möchte. Aber so, nein. Ich finde die Dunkelheit ist auch nicht so schlimm dunkel irgendwie. Okay, wenn ich jetzt aufs Aufnahmeprogramm schaue, da ist es wieder um einiges dunkler. Tag. Oh, die Metal Axe ist zerbrochen. Macht aber nichts, wir gehen jetzt dann nach Hause, verbauen hier noch die paar Wände. Und ich sollte doch jetzt hier langsam mal zu Potte kommen. Wie viel brauche ich noch? 150 Punkte. Ist aber schon noch eine Menge, oder? Muss man eigentlich schaffen. Dann werden wir die nächste Folge damit verbringen, unseren Luftflug-Dino startklar zu machen. Genau, das ist dann das nächste Ziel eigentlich, was zu erreichen ist. Wieso habe ich den eigentlich mitgenommen? Habe ich den schon irgendwas geben? Null. Hier, der kann mal was tragen. Hier und noch die Walls. Bin ich schneller. Super, hier haben wir schon alles abgegrast. Müssen wir wieder davor zum Holz sammeln. Wäre jetzt natürlich noch nice, wenn es jetzt Tag werden würde. Wir haben natürlich im Gegensatz zu unserem armen Trike wesentlich mehr Ausdauer und sind nicht so voll beladen und sind an und für sich auch nicht selbst so dick. Können wir um einiges schneller irgendwo hinsprinten und der zuckelt da hinterher. Man stelle sich jetzt das vor, hier mit so einem haarigen Manni da durch und bam, die ganzen Bäume ausreißen und man hat in 5 Minuten hier 500 Wood.
Ich glaube, das macht doch dann richtig Spaß. Nein, was fehlt? Ein Flint. Gib mir ein Flint. Ich will ein Flint. Was macht der da heraußen? Komm her, komm her. Hey, Alter. Was ist mit dir kaputt? Okay. Ja, so eine kleine Ratte. Und falls ihr es gesehen habt, hier, der hat ein Ei gelegt gehabt. Erst vor ein paar Folgen. Okay, ich habe nichts mehr zu essen dabei. Ich muss kläglich verhungern. Warum ist der Mr. Knife hier heraus? Irgendwo ist der drüber gebackt. Gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Wenn die da hier fliehen können, ne, dann ist das Ganze nicht eigentlich total blöd. Ja. So, dann baue ich jetzt noch die Wooden Walls hier fertig und dann mit das noch hier rein, Stein weg, Holz weg, hier nochmal das Holz weg, dann dürften wir auch wieder laufen können. Und so war das nicht gedacht, dass die hier aus dem Gehege rauskommen. Keineswegs. Also da muss ich einfach sagen, nee. Ist nicht. Da muss ich euch wieder einsperren, beziehungsweise dürft halt nicht mehr rumlaufen. So nicht, Kumpel. So, kann man das hier drauf bauen? So. Ich finde, das sieht cool aus, oder? So, 6 Stück haben wir noch, das reicht aber jetzt nicht für nochmal eine Umrandung. Wie viel brauchen wir da? 1, 2, 3, um ganz hoch zu kommen, oder 2, um hier. Dann mache ich es aber 3 hoch insgesamt, dass das hier einfach mal an Höhe gewinnt. Und cool, wir können jetzt so wieder drauf bauen. Schaue ich aber gleich mal, ob ich jetzt die... das hier richtig rumsetzen kann. Nee, das baut er mir an der Stelle einfach so. Na, schade. Raus. Okay, dann werde ich da vor der nächsten Folge vielleicht hier noch ein paar so Wände bauen, dass wir das da einfach oben vollzimmern können noch. So sieht es gerade irgendwie wild aus. Ah, da will ich jetzt ein Foto machen. Da machen wir ein Foto. Wir brauchen sowieso hier noch ein schönes. Ahnung. Nee, das sieht eigentlich nach nichts aus. Machen wir das so. Nächste Folge, dann schaue ich, dass ich noch davor den Level 35 kriege, dass wir unseren Flugdino hier fertig machen können. Und dann tun wir mit dem ein bisschen rumdüsen, eine Höhle suchen. Oh, das sind so die Pläne für die nächsten Male. Oh, das schaut doch schick aus. Ne, das sind so die insgesamt die Pläne. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter folgen. Da sieht man dann auch, wenn ich mal was streamen sollte. Ist ganz interessant. Kommt in letzter Zeit, ist dann meistens am Wochenende irgendwann. Weil ansonsten, ja, bekommt er das halt nicht mit. Und wenn er das mal so in live sehen wollt, wenn ich ein bisschen daddel, dann wird das natürlich optimal. Das ist dann auch auf Twitch, also wird da gedaddelt, gestreamt und passt es. Alles klar, dann vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.